Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge King Arthur. Guck in die Richtung, oder was? Schreien sie. Hof, oder was? Hier auf der anderen Seite, oder was? Ah, guck mal, hab ich gar nicht gesehen, ey. Deine Zauberkraft enthüllt, dass der Schrein folgende Macht entfesseln wird. Lebenskraft wiederherstellen. Den brauchen wir jetzt ja auch noch nicht. Macht ja keinen Sinn. Noch alles tutti bei uns. Gut. Wir haben noch zwei weitere Ziele, die wir hier klar machen müssen. I look upon this castle and feel nothing but fury. It is turned into a cesspool. Ja, ist ja schon ganz cool mit diesen Punkten hier. Problem ist, ich sehe halt null, ne? Ich sehe halt null. Irgendwie gegnermäßig hier. Da jetzt irgendwie sagen zu können, yo, wir gehen besser da rein oder da rein. Hier sehen wir mal einen, so einen Johnny. Komm, ich gehe jetzt einfach hier rein. Oh, du siehst schon gut aus. Na, sieht schon interessanter aus, glaube ich. Richtung 2, 30 Blocken. Okay. Okay, hier haben wir auf jeden Fall 4 Stück, ey. 5 mit ihm sogar. Ah, ne, da steht keiner, ne? Okay, da haben wir 4 Stück. Hier haben wir 2, plus den einen hier vorne. Ja, pass auf. Dann werde ich... Jetzt auf jeden Fall mehr Schussfreiheit. Awaiting your command. Sollte passen. Den kann ich ja direkt wegknallen hier. I serve the Lord. Your command? Ich könnte ihn aber auch einzeln hier rüberstellen, wa? Weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir werden da mit denen, obwohl er steht auch im Schussfeld von hier, so vom Bogi, wa? Die Tür. Wenn er da steht, erst recht. Nee, gut. Dann machen wir das so. Ja. I am ready. Nee, warte, ich muss erst gucken. Er kommt bis ihm, das ist schon mal gut. Da ist er natürlich dann offen. Dingens schützen. Sinners shall bleed. Oh, kommst du gar nicht bis ihm, oder was?
Mann, das ist natürlich dumm. Wie viel Reichweite hat sie denn? Sehe ich gar nicht, ne? Okay, das heißt, ich kann jetzt nur einmal schießen. Ja, pass auf, dann werde ich erst mit ihm vorrücken. Gut, er wird ja wahrscheinlich gleich kommen. Problem ist, ja, ich könnte ihn jetzt machen, aber was machen wir? 5 bis 9 Rüstung, ja, komm. So, mit ihr kann ich jetzt maximal 4 Felder gehen, dann noch schießen zu können. Ah, okay, so zeigt er mir jetzt. Wow, wird ein Feld, ey. Sehe ich denn irgendwo, wie weit er laufen kann? Aktionspunkte 7. Geht ihr hier hin und ich drücke ihm Gift rein. Aber ne, er ist immun gegen Gift und Blutung, ne? Macht keinen Sinn. Gut, mit ihr spare ich mir dann die 2 APs. Die nehmen wir dann mit. What are we waiting for? Zeigt er mir denn schon an, dass ich hier... Das ist nicht von hinten, ne? Ich muss echt da hingehen. Sollte auch schon von hinten sein, ne? Stich. Ja, jetzt ist die Frage. Kriegen wir das in 3 Runden alles gelegt? Oder nicht so. Aber ich mache ihn ganz alles drauf. Gut, dann gehe ich mit ihm. Okay, er kann schon gar nichts mehr. Okay. Ich gehe mit ihm nur hier hin und spare mir die Punkte für nächste Mal. Weil ich will erst abwarten, was die machen hier. So, das war's, ne? Okay, gucken wir mal. Ja, er kommt raus, okay. Auch raus, perfekt. Gut, das war klar. Ah, er stand verkehrt rum, ne? Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, würde ich sagen. Nee, oder? Lässt das jetzt an. Hier rumgehe. Mann, hier geht geradeaus. Okay, geht immer durch das Feld durch. Das ist ja dumm. Ich würde halt den machen. Problem ist, ihr seht es gerade selber, ich werde wahrscheinlich meinen eigenen einen mit draufhauen, oder? Obwohl, nee. Sollte er nicht, ne? Perfekt, ey. Nice. Also er hat 3 AP. Spare ich für die nächste Runde. Könnte ihn zurückstoßen, bringt mir nicht wirklich was. Ich hau ihn um. So. Stell mich dann schon mal so hin. Your Highness? Okay, die Frage ist, was mache ich mit ihr jetzt? No mercy for the wicked. Könnte ihn halt rausnehmen, habe ich natürlich gerade kein freies Schussfeld.
müsste mit ihr halt irgendwie mal hier hinten hin. Dass ich auf das schießen kann, was da rauskommt. Oder dass ich vielleicht auch ihn erwischen. Ich könnte sogar auf ihn schießen, oder was? Komm, dann geh da hin. Nicer Dicer. Okay, dann haben wir die Seite abgefrühstückt. Ja, die Frage ist, er wird wahrscheinlich dann gleich auf meinem schießen hier, ne? Könnte noch eine Runde warten, gucken, was er macht. Oder ich guck, ob ich rausgepusht komme hier. Your orders? The Lord is my witness. Ich stelle ihn auf jeden Fall schon mal dahin. Ja, komm, ich warte, ob er hier reinkommt. Ich stelle ihn auf AP warten und ihn stelle ich auf. So. Okay. Ich könnte jetzt nochmal auf ihn draufhauen. Soll ich ihn rausnehmen komplett oder was? Aber das könnte er auch gleich mit Fläche machen, ne? Mach das auch so. Ja, perfekt. Na gut. Sehr gut. Auch sehr gut. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann fangen wir jetzt erst hier unten an. Ready. Your command? Problem ist, ich lege ihn dann eh in den Weg rein, ne? Hat er auch wieder beleben? Your foot has died. Oder bin ich hier durchlatschen? Oh, ihm fehlt auch echt noch ein AP, um jetzt nochmal drauf zu hauen. Das ist auch wieder legendär, ey. Ja gut, der wird mir so oder so einen reindrücken. Ich pushe jetzt mit ihm schon mal raus. Gut. Kriege ich jetzt irgendwie ein Schussfeld? I serve the Lord. Auf dem Bogi da drin? Ja, kriege ich. Gucken, was mit der Bogi hier noch macht. Machen wir uns die nächste Runde. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Komme ich mit ihm hier hin? Komme ich perfekt. Sehr nice. Dann hauen wir den nämlich weg. Und stellen ihn in die Richtung, falls der Bogi auf uns schießt. Sehr gut, sparen uns die AP und dann haue ich ihn jetzt halt ganz um. So. Den Bogi mache ich mit ihr. Dann haben wir nur noch ihn hier eigentlich. Eigentlich ist das egal, was ich jetzt mit dem Tank mache, oder? Aber ich setze jetzt mal ganz raus hier. Fertig aus. Okay. Was war das denn jetzt? Hier sind die jetzt noch nicht geschossen. Er war da, ne? Wie, das war's schon wieder von euch, oder was? Jetzt haut der echt ab, ey. Ja, gut. Den kriege ich halt auch nicht, ne? Kann ich da noch schlagen? Ah, da haben wir Glück gehabt. Sehr gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch ihn wegkriegen. Blessings. Perfekt.
It's a shame what happened to this castle. It could have been a match to Camelot, but those times are over. Ja, okay, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist halt echt leider viel zu einfach. Pure luck or fate. Aber das konnte man natürlich nicht ahnen. Ne? Ich hatte echt mal auf schwer antesten. Oder vielleicht sogar auf sehr schwer. Kann man halt mal sehen dann. Aber ich denke, ihr bekommt auf jeden Fall einen Eindruck von dem Game. Also mir macht es auf jeden Fall mega Spaß. Ja, das Setting ist genau meins und so die Umsetzung. Hier waren doch noch mehr Kisten, als ich mich jetzt hier... Kiste hatten. Hatten wir die auf dem Balkon schon gelootet? Ja, ne? Oh, okay. Die Umsetzung finde ich halt echt gut gemacht. Das Setting ist natürlich auch meins. Okay, das war jetzt nur so eine Zierdekiste. Okay, kann man hier hochgehen oder was? Weil wir müssen jetzt immer noch bedenken, wir haben die Schreine hier, ne? Wir haben die Campfire hier. Ich meine, wir haben ja extra drei Campfire hier. Die ich ja gar nicht brauche. Ne? Na klar, wir können jetzt mal zu einem hingehen, wir können uns mal einmal voll heilen, weil wir haben ja ein bisschen Rüstung verloren, ein bisschen Leben. Aber der Schwierigkeitsgrad hier ist ja... Dass es da nochmal einen Schwierigkeitsgrad gibt, der nochmal einfacher ist. We all could use some rest. Also ist schon... Ist schon krank, sage ich euch ganz ehrlich. Gut. Rüstung 333. Ja, komm, ich nehm die Lebensenergie. When we are finished, gut, wir können natürlich immer nur... können immer nur einen Punkt nehmen, also entweder Rüstung oder Lebensenergie. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal ein zweites Campfire nehmen. Ich hätte aber natürlich auch sagen können, wir gehen zum Schrein mit einem, der richtig viel Lebensenergie weckert. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier zu der Brücke, ne? Ja, das finde ich dann auch nice, dass man halt hier so reinzoomen kann. Wäre natürlich geil, wenn es noch einen Zacken weitergehen würde. Okay, wir sind mal gespannt, was jetzt hier passiert. That damn shrine is luring back the dead. Destroy it. Okay, der spawnt halt immer neue Jungs nach, ne? Ah, okay, ja gut. Da muss ich anders laufen in der Formation, ne? Natürlich schlauer gewesen, wenn ich hier mit 4-1 laufe. Der Bogi hinten, die Nahkämpfer alle vorne. Habe ich mir jetzt selber ein bisschen. Okay, jetzt wird's interessant. Ja, ich halte Steuerung, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was dann passieren soll hier. Wahrscheinlich, wenn ich die Info nicht. Einblende oder was? Lebenskraft 9. Waffenschaden 4 bis 5. Ja, die werden mir richtig drücken, bis ich mal vorne bin, ne? Verlorener Scharmützler. Auch noch ein bisschen Rüstung. Verlorener Knappe. Na, okay, das wird interessanter werden jetzt. Wie viel AP haben die? Können natürlich jetzt sagen, ich push hier rein. Problem ist, dann wird er uns schon direkt aus dem Maul hauen. Deswegen würde ich halt sagen. Wir stellen uns hier erstmal in der Reihe. Hier hätten wir sogar ein bisschen Schutz, wie ich gerade sehe. Man könnte schon mal drei hier hinballern. Ja, ich hätte ihn in die Mitte stellen sollen. Das war wieder dumm. Aber gut. Den einen AP kannst du sparen. Dann nehmen wir Sir Kleie. Stell dich mal dahin. Da sparen wir uns auch den AP. Dann haben wir noch Sir Balan.
könnte natürlich mit ihr hier in Deckung gehen. Dann sollte sie immer noch auf ihn schießen können da gleich. Beziehungsweise auch auf den da hinten. Ja, pass auf, dann gehe ich mit. At your service, my lord. Mich nicht. I serve the lord. Your orders? Your orders? Naja, gut, ich stelle sie trotzdem. So kann ich jetzt nicht. No mercy for the wicked. Warum hat sie denn jetzt keine AP mehr? Alter, habe ich mich verklickt oder was? ich wollte sie eigentlich hier schön hinstellen. Ey, ja gut, jetzt haben wir natürlich scheiße. Jetzt haben wir eine Runde auf unseren Bogey verzichtet. Das ist natürlich Schitte. Blessings. Aber gut, sie kann ja trotzdem durchschießen. Wird auch schon mal direkt den Dicken bearbeiten. Ah, sie kann sogar dahin und hat den Schutz. Da kann ich aber nicht auf den Dicken schießen. Okay. Ah, das finde ich auch gut gemacht, halt, wie das eingeblendet wird. Ja, ich gehe mit ihr hier hin. Schieß auf ihn schon. Sehr gut. Bauen wir die AP. Und gut, ich guck gerade mal. What? Eine versteckte Bärenfalle auf einem freien Feld. Die Falle wird ausgelöst, wenn Reichweite 3. Oh, okay. Frage ist, was passiert, wenn wir selber reintreten, ne? So, gehen die drei Felder eigentlich? Ne, okay, immer nur die angrenzen. For king and country. Kann mit ihm hier hingehen. Ich würde halt unseren Tank ganz gerne hier frontal reinstellen. Auch das machen wir auch. For my Camelot. Ach, da kriege ich wieder eingelatscht, ey. Ja, ich hatte ihn falsch positioniert. Er hätte halt in die Mitte gemusst, ne? So, die Sache ist, ich könnte jetzt den Schlag... Ich nehme den Schlag in Kauf. So. So. Stelle ich mal in die Richtung. Geben ihm noch Schwäche. Und behalten den 1 AP. So. Sir Balan. For King and Country. Fügt einen angrenzenden Gegner mit plus 15% Rüstungsbruch. 165 Waffenschaden. Wow. Abgängzeit 3 Züge. Okay, den sollten wir uns für was Stärkeres aufheben. Okay, ich gehe da ein. Und dann Attacke. Sehr gut. So. Sir Kleie könnte ich schon auf ihn drauf smashen, aber ich möchte ihn eigentlich nicht da vorne direkt den Damage aussetzen. Ich könnte alternativ hier hingehen. Das mache ich auch. Kann ich ihn nämlich von hinten hier einen reinhauen.
Perfekt. Kann mich dann noch so positionieren. Könnte natürlich passieren, dass er jetzt hier hinlatscht und nicht durch die Bärenfalle. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber das werden wir sehen. Ja, ja, der spawnt halt jede Runde da was nach, ne? Okay, da hat das schon mal geklappt. Okay, okay, okay. Das Problem, was ich sehe, ich werde das hier nicht irgendwie in drei Runden alles gelegt kriegen, ne? Also ich müsste die eigentlich jedes Mal ganz rausnehmen hier aus dem ganzen Ding. Natürlich schon Tricky Disco. Aber gut, dann fangen wir doch mal. What? Bewegen kann er auch noch ein. Okay. Jetzt nehme ich erstmal unseren Bogi. Ah, komme ich nicht. Aber da komme ich, oder? Komme ich denn schon da hin? Hier hin? Ja. Ich werde schon mal einen Bogi an hinten hier. Ich würde ihn natürlich auch umnieten, aber ich hoffe, das klappt gleich mit dem Pfeil. So, achso, sie hat noch 2 AP. Nehmen wir mit. I am here to serve. I can take them all. Taste my blade. So. Ich werde mit ihm jetzt auf jeden Fall nach vorne pushen. Ja, da haben wir nur noch. Kommt wieder ein neuer Dingens. Gut, jetzt haben wir Sir Clive. Müsste einen Schritt rüber gehen. Your orders? Kann ich denn mit ihm da hingehen und dann haut sie uns einen rein, ne? Aber die macht ja nichts eigentlich. Ja, da müsste ich mit ihm auf jeden Fall auch schon mal durchstoßen. Your command? Naja, mache ich auch. Naja, das ist gut. Okay, ich kann gar nicht ausführen noch, dann könnten wir eigentlich auch schon mal hier hingehen. Richtung drehen. AP mitnehmen, Sir Clive. Ich werde sie jetzt erstmal ignorieren, glaube ich. Oder? Könnt sie natürlich auch erstmal umhauen. Haut das um. Wenn sie denn umgefallen wäre, wäre das schön gewesen. Na komm. Dann bewege ich mich hier hin. Und Richtung stimmt. Das war's, ne? Ja, toll. Gut. Diesmal fange ich mit ihm an. Er hat nur noch eine Runde. Oh, jetzt fehlt mir echt ein AP, um nochmal drauf zu hauen, oder was? Schon ärgerlich. Schon ärgerlich. Aber eigentlich hat er doch hier 3,5 oder was soll das sein? Nur für Bewegung verwendbar. Wow. The Lord is my witness.
Ja, ich müsste mit ihr halt vorrücken. Ich hatte keinen Schuss auf irgendwas. Ich könnte natürlich beide ausschalten hier, ne? Dann könnte ich mit ihm halt auch noch weiter nach vorne pushen. Ja, dann machen wir das. Eins, zwei. Und mit ihr gehe ich sogar noch einen vor. Und dann können wir mit ihm schon mal dahin gehen. Ihm rücken wir mal direkt durch hier. Waren die AP. Der Kleie kann dann auch schon mal weiter durchpushen. Und Sir Balin ebenfalls. Joa. Okay. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich sag ja, es ist am Ende ist es nicht wirklich eine Herausforderung hier gerade, ne? Das ist ein bisschen schade ist. Zack. Immer nochmal nachrücken. Kann sogar nochmal draufhauen. Ist eher schon mal raus. Ready to fight. Okay. The Lord is my witness. None shall stand against me. Your Highness? No mercy for the wicked. No mercy for the wicked. No mercy for the wicked. Zwischen hin. So, dann nehmen wir ja zur Kleie jetzt zum Aufräumen oder was? Aber eigentlich könnte ich ihn ja auch schon mal durchpushen hier, dass wir gleich halt geballter Ladung Totem knallen können. Ne? Zwei Runden. Sollte reichen, um den Totem zu köpfen, oder? Ich stehe jetzt einfach hier hin. So. I am ready. Sehr gut. Attack. I serve the Lord. Never give up. Neither will we. Onwards. Ja, easy. Der Bali muss überleben, lese ich jetzt erst. Wieder legendär, oder? Okay, hier ist gar nichts, oder was? Loot-technisch, oder wie? Nicht so aus, ne? Wird ja immer hervorgehoben, die Kisten, die wir looten können. Ja, wir könnten uns jetzt nochmal heilen. Ich will aber mal so rausgehen hier. Oder kommt hier noch ein Fight, oder was? Now that the castle has been cleansed, we must talk about the fate of the bridge. Sir Balin mit über die Brücke. Ich denke offenbar, diese Brücke stünde euch zu, Sir Balin. Vielleicht hat euer Bruder etwas dazu zu sagen. Nee, nimm mal. I'm the one holding back the tide of darkness, not my brother. I have paid for this land with my blood. Und was habe ich davon, wenn ich euch diesen Ort überlasse?
You saw me in battle. You know what I'm capable of. What could be useful for your cause? Vielleicht hat euer Bruder etwas dazu zu sagen. I am the rightful heir. This was our father's will. Als Ritter meine Tafelrunde verlassen. I'm glad to serve a righteous king. As a knight, I will accept your decision, whatever it shall be. Well. I'd suggest that you consider your next step wisely. Ich schlage vor, dass ihr euch euren nächsten Schritt sorgfältig überlegt. Okay, jetzt habe ich wieder die Wahl. Ne? Sir Balin, ich kann einen Ritter mit euren Fähigkeiten in meiner Tafelrunde gebrauchen. Die Brücke gehört euch. Diese Brücke muss unter meinem Schutz bleiben. Ich bin der Herrscher von Camelot und ihr beide werdet mir gehorchen. Sir Balin, laut Gesetz gehört diese Brücke euch. Ja, hier das Erste. Wir brauchen den Punkt. That's the Mordred I know. We will work together just great. Werden wir. This decision is unworthy of the leader of the Round Table. Sieg. Gut, ich könnte jetzt hier nochmal rumlaufen, aber da wir schon wieder völlig überzogen haben. Ja, Mission beenden. Okay, perfekt. Ja gut, das war das angezockt, Leute. Gucken uns das jetzt hier nochmal an. So, wir haben das jetzt. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Was war das? Schaltet Gebäudeentwicklung, Handelsabgaben für Händler frei. Die Preise für Gegenstände sind 10% verringert. Okay, sehr nice. Das soll es gewesen sein in dem angezockt. Wie gesagt, leider viel zu einfach, um jetzt wirklich strategisch kämpfen zu müssen. Hätte er jetzt einfach auch so, so durchballern können, ne? Wie man gesehen hat. Weiß nicht, warum wir jetzt hier schon wieder. So, ach, wenn wir was eingenommen haben, kriegen wir dann immer noch so Auswahldinger. Sehr nice. Okay, aber das war es in dem angezockt. Wie gesagt, ihr entscheidet, ob ihr hiervon auf YouTube ein bisschen mehr seht. Vielleicht werde ich es auch auf Twitch mal streamen, dann nehme ich es nebenher auf und würde da ein paar Folgen rausmachen oder so. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Mir macht es mega Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut mir gerne in die Kommentare, ob ihr hier mehr sehen wollt oder nicht. Und dann gucken wir mal. Wenn die Resonanz da ist, wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr geben. Haut rein, bis dann.